So, weiter geht's heute mit der Champions League und wir treffen auf Manchester United im Achtelfinale. Ah ja, ein Schicksalplan von Kalajdzic. Okay, da ist irgendwas reingekommen. Okay, das ist gut, das ist immer gut. So, was war das jetzt mit dem Trainingsplan? Ja, Transfers, Büro. Ne, warte mal. Wo war's denn? Wochen, Terminplan, Entwicklung, da unten, Entwicklung. Da wollte ich hin. So, Musiala als Sechser. Bastian. Kobylanski. Marco Richter. Milot Rashica. Malaria. Boah, halt hier. Soll auf jeden Fall als rechter Mittelfeldspieler irgendwann arbeiten. So, okay, dann gehen wir mal rein ins. Ja, Richtung Match. Mit dem Glück, dass wir noch bei RB unentschieden spielen konnten. Menu wird auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden nochmal. Und dann geht's weiter mit der Augsburg. Na dann, let's go. Gehen wir ins Match. Dann erst zu Hause, dann auswärts. Let's go. So, na dann, gehen wir mal in Richtung Match. Neue Flagge übrigens von 2011, das Halbfinale damals. Und da war ich live im Stadion übrigens. Gegen United damals. Da haben wir ja 2-0 verloren, das Spiel in Old Trafford haben wir mit 4-1 verloren direkt. Manchester United ist aus meiner Sicht der Favorit auf den Einzug in die nächste Runde. Ja, definitiv. Schaut mal, wie sie dieses UEFA-Champions. Ja, da gibt es eigentlich keinen, wo ich sagen könnte, das wäre absolut leicht und machbar Gegner, ne? Wichtig wird sein, gut in die Partie reinzukommen. Genau so ist es. Klar, bei uns fehlt Kolasina da hinten als Sechser, als Linksverteidiger, aber 35 Millionen war viel Geld. Deswegen habe ich dann für einen Bruchteil mir Bonasosa geholt. Und dafür konnte man immerhin noch Coutinho verpflichten. So, United wird definitiv eine andere Ausnummer. Die kommen nämlich. Gar nicht wahr. Ich wollte gerade sagen, die kommen aus der Leipzig-Gruppe, aber die kommen. Was? United hat naja, schauen wir mal. Das Finale der UEFA Champions League erreicht. Ein schöner Erfolg, ja. Aber das reicht dem Club natürlich nicht. Natürlich nicht. Lange nicht, Wolf. Da soll ganz sicher mehr her. Man ja, ist heute ist es ganz, ganz wichtig, ein gutes Spielergebnis zu haben, um im Rückspiel im Old Trafford dann wieder als Zug ins Viertelfinale klar zu machen, weil ich will diesen Titel haben, aber United wird definitiv eine andere Hausnummer werden. Na dann, auf geht's. Champions League. Wir haben Paris geschlagen, auswärts 4-1. Wir haben Tottenham zu Hause gepackt. Naja, mal gucken. Es wird nicht einfach werden, aber. Es ist schon der größte Titel der Welt im Vereinsfußball. Das ist nicht wegzudiskutieren. Zu viel. Ah, ein bisschen zu weit. Nee, war gut. War ein bisschen zu weit gespielt. Aaron Wan-Bissaka. Pogba. Belestri. Ja. Was traust du Marcus Rashford im heutigen Spiel zugeschickt? Am Ball
sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es immer eine große Freude, ihm zuzuschauen. Ah, Savic ein bisschen zu sehr rausgezogen. Wieder Ballverlust da vorne. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Erste Chance für ihn, für die Gäste hier. Savic. Na gut, ich erwarte nicht, dass man United mal eben kurz im Vorbeigehen nach Hause schickt. Das wird heute ein Stück Arbeit. De Rosso. Tor! Mal hat man endlich ein bisschen Platz. Und ich glaube, es war Lucas Alario. Es ist auch so. So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Die Schalker damit vorne. So. Tor für den FC Schalke 04. Die Nummer 13. Lucas Alario. Also zumindest schon mal das erste Zeichen hier. Gutes Anspiel. Gesetzt. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Dedic. Skrinja. Van de Beek. Rashford. Na, setzt sich durch gegen Becker. Ein ziemlich ungleiches Duell. Oh, Center verhindert den Ausgleich. Also hier muss man eigentlich fast zu 0 spielen. Wenn die ja wirklich dann 2-0 gewinnt, dann das kann man im Rückspiel ein bisschen einfacher reingehen. Aber wie gesagt, das ist doch nicht einfach. Center, nächste. Gute Chance United. Ah, gut gemacht von De Rose, der den Ball klärt. Von Bissaka, Pogba. So, jetzt Pogba. Rashford. Ah, gut dazwischen gegangen von Malik Chao. Schöner Ball auf Richter, jetzt mal gegen Dedic. Dedic kommt nicht hinterher. Macht er gut Ecke. Hier, klasse aufgepasst. Jetzt können sie nachlegen, gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit Ecke. Ja! Ja, es wäre 2-0 gewesen. Ich habe ihn schon drin gesehen. Aber gut gelöst. Aber super Ding von Paulinho. Mit links so vorbeizudrehen. Aber es steht halt auf der Linie. Das wäre es gewesen. Das 2-0. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht daneben dran. Den Konter kaum besser machen. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Schön reingebracht, aber er kann den Kopfball nicht kontrollieren. Oh, schade, das wäre so schön gekommen. Direkt nach der Ecke das 2-0 nachzulegen. Martial. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und der war wichtig, vor allem war der richtig, weil es gibt sogar Anschluss, es gibt nicht mal Ecke für United. Savic. Ludwig. Marco Richter. Na, ja, gut gemacht, Marco Richter. Da, warum spielen da solche Bälle momentan? Da kommt der Pass auf außen. Na, gut da. Vorbei Pelestri, der jetzt gut Gas gibt gegen Lazza. Lazza, der bei ihm eigentlich sein sollte. Und United. Ganz gefährlich. Und dann ist es das Heimsein. Irgendwann war klar. Es war irgendwann klar. Zwei, drei Dinger konnte man verhindern. Und irgendwann war es zu stark. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Weil die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller. Da ist die Chance da. Da ist die Lücke und dann kommt das Tor.
Ja, Marcus Rashford, irgendwie war es dann klar. Das ist natürlich jetzt bitter, weil das Ding war eigentlich klar zu verhindern. Ach Mann. Marco unnötig. Paulinho. Ja, zu 1-0, das wäre super gepasst. Ach komm, da war doch kein Abseits. Abgepfiffen, das war Abseits. Ja, Vairo. Mit bisschen Glück kommt der Ball zu De Rosun. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Ball ist jetzt wieder weg. Guter Vorstoß. Au, das ist, kann tödlich werden. Und dann ist Pause. Nach 45 Minuten steht es hier 1-1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Anthony Martial kann viel mehr, überhaupt keine Frage. Ja. Ist das eine Marke unnötig, dieses Unentschieden? Ich meine, es ist United, ich hätte es unterschrieben, aber. Schönes Ding bisher und jetzt machen wir weiter. Die zweiten 45 Minuten in diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Naja, müssen wir gucken, was wir jetzt in der zweiten Halbzeit hinbekommen. Aaron Wan-Bissaka. Ball ist bei Jimenez. Ja, der kommt jetzt gut. Der Ball läuft jetzt gerade bei United. Ali. United verliert den Ball. Borna Sosa, Entschuldigung. Manchester City hat einen Transfer vermeldet und es ist wohl wirklich ein echter Wunschtransfer. Ach, ganz ehrlich, ich komme aber auch nicht vom. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ich komme aber auch nicht vorbei jetzt gerade. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Klasse Zuspiel. Der war wichtig, weil der nicht ganz ungefährlich war. Die Gäste werden wechseln. Das war wichtig. Kann. Ecke? Ja. Jetzt die Ecke. Vielleicht geht da was. Auswechslung bei Manchester. Jetzt kommt der Wechsel. Dilly. Nicht mehr im Spiel. Ecke kommt rein. Ah, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Die Nummer 18. Der Ball nach draußen. Flanke jetzt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Jetzt Fernandes für Ali. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Da der Platz. Jetzt die Flanke. Pfosten! Ich glaube, es war der Pfosten, der da war irgendwas verhindert gerade. Rashford. Kein Tor in der Szene, die Fans fassen es nicht und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Dedic. Kicken. Ludwig. Martial. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Sehr gut geblockt worden. Dann so ein Pech. Puh, der Ball, der eigentlich weggegrätscht wurde, der eigentlich gut abgelaufen wurde. In der Bundesliga. Dann quasi das nächste Spiel jetzt für Schalke. Dann mal ein bisschen Tempo auf De Rosun. Der jetzt endlich mal Wiese vor sich hat. De Rosun. Weiter gefährlich. Jimenez. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Martial. Durchsage für Herrn Sven Kobitz. Bitte kommen Sie dringend zum Parkplatz. Ihr Auto steht im Halbzeit. Ah, Sie verlieren den Ball. Ich komme momentan nicht dazu gerade. Ja, es ist halt gut gespielt. Was ist das für ein gut gespielt hier? Oh, da geht er vorbei. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Rashford, ja. Jetzt kommt Pelestri raus, der gut gearbeitet hat da hinten und einige gute Dinge geholt hat. Paulinho. Jetzt vielleicht mal Marco Richter. Latta! Geht das gegen Sosa. Ich komme aber auch nicht in die Position jetzt. Ne, ich habe keine Chance, da irgendwie mal was zu kommen. Jetzt der Ball auf Fernandes.
der mit Kraft durchkam. Fernand Ciao versucht zu grätschen. Und irgendwie kriegen sie es dann doch mit Gemeinschaft, sagen wir, Arbeit dahin. Robin Zentner verhindert die Ecke, verhindert das Gegentor. Nein. Was? Nein, das war kein Elfmeter. Für mich war es kein. Das war kein Elfmeter. Hey, du kriegst in der 88. Minute nicht noch so ein Ding gegeben. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß. Nein, das war keine Abwehr. Nein, das war Ball gespielt. Der hat ihn unten getroffen. Also, ich meine, Mann hat er getroffen, aber erst den Ball. Pfosten! Irgendwo ist es dann doch ausgleichen. Die Gerechtigkeit. Irgendwo ist es dann doch ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt mal Marco Richter. Packen Sie hier noch das Tor. Ball kommt weit. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ach komm, pfeif doch am besten. Unentschieden also im Hinspiel, das war's. Dann pfeift die Partie ab. Unentschieden, Wolf. Kein Sieger, kein echter Favorit fürs Spiel. Mir schon der zweite so. Aus Sicht der Fans geht das Zittern, das Bibbern also weiter. Beide mit guten Chancen immer noch aufs Weiterkommen. Es ist nichts entschieden. Ja, vor allem ist es ein Heimspiel. Auswärts hätte ich das sowas von unterschrieben. Kann man nicht anders sagen. Ganz wichtiger Mann heute bei diesem Remis. Das Ausgleichstor hat er ja erzielt. Und mit etwas Glück wäre es ein Doppelpack geworden. Aber er hatte Aluminiumpech. Ja, aber der Elfmeter, der meiner Meinung nach überhaupt keiner war. Ah, wenn du bedenkst, wie das Gegentor gefallen ist. Es waren ja 4, 5 Dinger, die... Wo man hätte locker klären können. Ich meine, verdient ist es definitiv, weil Man United war halt einfach stärker. Wir haben wirklich 2 Chancen gehabt und haben sie nicht genutzt. Und gut, einer, aber davon geht es der erste. Und, ja, muss sagen, United hat es wirklich gut gemacht. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter an der Liga, auch mal wieder gegen den FC Augsburg dann.